Willkommen zu unserem kleinen Exkurs zum Thema Einchecken von Softwarepaketen innerhalb des aktuellsten EPO 5.1. ePolicy Orchestrator ist die Verwaltungssoftware, die McAfee zur Verfügung stellt, um beinahe alle McAfee-Produkte zu verwalten und zu konfigurieren. Das bedeutet, wenn ich nicht immer gleich an den Client gehen möchte und dort Änderungen vornehmen möchte, sondern das Ganze schön bequem über eine Webkonsole tun möchte, dann wäre EPO genau mein Ding. EPO ist hier in diesem Fall auf einem Windows Server 2008 R2 System installiert und benötigt darüber hinaus auch noch eine SQL-Datenbank. Hier darf es aber gerne auch eine SQL-Express-Datenbank sein, die dann für diese Zwecke normalerweise auch ausreicht. Üblich melden wir uns erstmal mit einem Browser an, das heißt, wir geben hier die URL an, um auf die entsprechende Login-Seite zu kommen. Das ist typischerweise HTTPS und dann über den normalen HTTPS-Port plus eine 8 davor. Das heißt, der Port, auf den wir uns verbinden, ist die 8443. Also HTTPS, Rechnername 8443. Den Rest können wir weglassen, weil der wird automatisch ergänzt. Dann gelangen wir hier auf diesen Login-Bildschirm. Üblicherweise gibt es immer zwei Benutzer, die von vornherein bei der Installation angelegt werden. Zum einen ist das der Admin-Benutzer, den hätte man bei der Installation auch umbenennen können oder anders benennen können. Und dann noch den System-Benutzer, den gibt es immer, den kann man bei der Installation auch nicht umbenennen und der ist standardmäßig deaktiviert. Wir melden uns hier mit dem Admin-Benutzer an, das heißt, ich gebe Admin ein. Wichtig hierbei ist, es ist ein EPO-Only-Benutzer, das bedeutet, der existiert nur hier im EPO ePolicy Orchestrator von McAfee. Das ist kein Windows-Benutzer, das ist kein lokaler Benutzer, der existiert wirklich nur in dieser Verwaltungskonsole. Ich melde mich jetzt mit meinem Passwort an. Üblicherweise, wenn wir uns anmelden, bekommen wir erstmal ein Dashboard. Welches das ist, das hängt natürlich davon ab, womit ich zunächst beim letzten Mal gearbeitet habe, welche Dashboards ich hier verwendet habe. Wenn man es neu installiert, hat man hier diese Guided Configuration oder diese erste Schritte Dashboard, mit dem man üblicherweise hingeht und die Ersteinrichtung durchführt. Das ist auf unserem Testsystem aber bereits funktioniert. Wir stellen uns vor, wir wollen gerne eine neue Software verteilen, eine neue Version von meinem Virus Scan oder eine neue Version von dem McAfee Agent zum Beispiel. McAfee bietet seit geraumer Zeit nun eine neue Variante zum Einchecken oder zum, ich sag jetzt mal, Importieren von Paketen, und zwar ist das hier, wenn ich oben links aufs Menü gehe, der Software Manager. Früher hatten wir nur das Master Repository dafür zur Verfügung, jetzt über den Software Manager haben wir da doch es ein wenig einfacher, weil viele Sachen, die ich machen möchte oder die ich machen muss, hier automatisiert sind. Ich klicke auf den Software Manager und jetzt öffnet sich erstmal hier links diese Spalte, die mir sagt, hey, es gibt eingecheckte Software, das heißt, das ist all die Software, von der McAfee EPO oder mein EPO bereits weiß. Wir sehen, wenn sie lizenziert ist, wird sie hier erscheinen. Wenn sie nur im Testmodus läuft, wie das in diesem System der Fall ist, dann wird sie hier erscheinen. Alle Software, die ich noch nicht zur Verfügung habe, die ich also noch nicht verteilen kann oder die ich noch nicht konfigurieren kann, werde ich hier unter nicht eingesteckte Software sehen. Lizenziert habe ich nichts, das hängt davon ab, dass ich halt einfach noch gar keine Lizenz bei diesem EPO eingespielt habe. Aber testmäßig kann ich hier schauen, welche Systeme könnte ich zum Test herunterladen und die dann nutzen. Wir sehen hier quasi, wenn ich etwas Neues hinzufügen möchte, was ich noch nicht im EPO genutzt habe, dann muss ich üblicherweise entweder über hier Test unter nicht eingesteckte Software gehen oder eben unter lizenziert und nicht eingesteckte Software. Hier macht auch Sinn, einfach mal hier reinzuschauen, wenn man eine Lizenz schon eingespielt hat, um zu schauen, was habe ich denn überhaupt bezahlt? Was habe ich bereits mit McAfee, mit der Lizenzvereinbarung und mit dem Geld, das ich an McAfee überwiesen habe, quasi schon inklusive? Und manchmal findet man da vielleicht ein paar kleine Komponenten, von denen man gar nicht wusste, dass man die in seiner Lizenz-Suite mit dabei hat und die man dann auch nutzen kann. Wir gehen hier auf Test und schauen uns jetzt mal das Ganze an. Wir sehen, hier haben wir die einzelnen Lösungen, die ich im Moment noch nicht im EPO eingecheckt habe. Da sehen wir zum Beispiel hier McAfee, Application Control etc. Ich scroll mal weiter runter und zwar zu einer Software, die ich hoffentlich noch nicht eingespielt habe. Jetzt schauen wir mal Quarantine Manager. Ah, Virus Scan, wir haben mal Virus Scan. Da ich hier Virus Scan für Windows-Systeme, das wäre in diesem Fall Virus Scan 8.8, bereits eingecheckt habe, sehe ich das nicht hier, sondern sehe ich das unter eingecheckte Software. Da sehen wir es. Wenn ich auf so einen solchen Eintrag klicke, dann sehe ich hier auch jeweils, was davon eingecheckt ist. Denn
Alles, was ich eingecheckt habe, kann ich typischerweise nicht nochmal eingecheckt, als eingecheckt markieren bzw. einchecken. Wir sehen auch hier, in welchen Zweig das Ganze eingecheckt ist. Das heißt, McAfee Virus Scan, da habe ich mich schon drum gekümmert. Da habe ich das Installationspaket bereits hier eingecheckt in den Zweig aktuell. Und das ist der Zweig aus meinem Software-Repository, welcher normalerweise die meisten Clients bedient. Wir haben da alternativ noch den Zweig vorheriger oder auf Englisch previous und den Zweig Test, sodass wir da zum Beispiel nur bestimmte Testsysteme mit der allerneuesten Version von McAfee Virus Scan bedienen können, um erstmal zu schauen, passt das mit meinen Geschäftsprozessen, passt das mit meinen Geschäftsapplikationen, würde ich hier quasi Einschränkungen haben oder kann ich die auch auf die große Masse ausrollen, dann würde ich sie in den aktuellen Zweig packen. Wir sehen erstmal eine Unterscheidung zwischen den einzelnen Typen von Paketen. Wir haben hier Pakete. Das ist immer etwas, was ich remote installieren kann. Ich kann also quasi, wenn ich es eingecheckt habe, kann ich dem EPO sagen, hey, ich möchte gerne ein Paket nehmen. Zum Beispiel jetzt hier das Patch 4-Paket vom VirusScan und das gerne auf meine Clients, die dann aber schon einen McAfee-Agent haben müssen, ausspielen. Pakete sind also zum Verteilen von Software. Aber wenn ich diese Software verteilt habe, heißt das nicht gleichzeitig, dass ich die auch verwalten kann. Das bedeutet, ich habe einen McAfee-Agent auf meinem Client, ich habe den Virus-Scan verteilt, indem ich das hier eingecheckt habe und dann einen Client-Task erstellt habe, der gesagt hat, installiere Virus-Scan. Das Problem ist jetzt aber hier, nur weil McAfee-EPO das Installationspaket eingecheckt hat, weiß es nicht zwangsläufig, wie das zu konfigurieren ist. Und dafür haben wir einen weiteren Typ, und zwar den Typ Erweiterung. Erweiterungen werden typischerweise über zwei unterschiedliche oder für zwei unterschiedliche Zwecke verwendet. Zum einen für die Verwaltung, das heißt, nur nach Einchecken einer Management-Extension habe ich üblicherweise im Richtlinienkatalog hier rechts oben die Möglichkeit, überhaupt das Ganze zu verwalten. Also zu sagen, ich möchte gerne, dass bestimmte Ausschlüsse bei meinem Virenscanner gemacht werden. Ich möchte gerne, dass ein Task läuft, der meine Systeme mittags untersucht und von mir aus einen bestimmten Ordner auf der CFS-Platte scannt. Das alles geht nur, wenn ich die Management Extension bereits hier eingespielt habe. Umgekehrt wiederum, nur durch das Einspielen der Management Extension werde ich nicht in die Lage versetzt, die Software per Push zu installieren. Das heißt, zum einen habe ich die Pakete, die ich für das Remote-Push-Verfahren hier einchecke, um die quasi zu verteilen. Alternativ oder auf der anderen Seite habe ich hier die Management Extension, die für die Konfiguration notwendig ist. Nun haben wir aber auch manchmal das Bedürfnis, uns anschauen zu wollen, welche Komponenten auf dem System aktiviert sind, das ich gerade installiert habe, welche Viren da gefunden wurde oder andere Eigenschaften, die vielleicht gar nicht McAfee Agent spezifisch sind, sondern wirklich ganz spezifisch für das Produkt, das ich ausgespielt habe, wie in diesem Fall zum Beispiel Virus Scan. Da brauchen wir in der Regel die Reports-Erweiterung, das heißt, Berichte werden häufig auch als Erweiterungen hinzugefügt. Der Grund, warum wir hier speziell Management Extension, Virus Scan Reporting und Installationspakete separat haben, ist ganz einfach folgender. Wenn ich den EPO installiere, dann möchte ich vielleicht erstmal ein schlankes System haben. McAfee kann nicht Gedanken lesen und sehen, das und das wird der Benutzer nutzen oder der Administrator. Dementsprechend wird erstmal kaum etwas installiert. Meist ist dann der McAfee Agent schon mit dabei, aber das war's dann. Und alles, was ich quasi an Zusatzsoftware von McAfee nutze, muss ich hier einchecken, um es über den EPO verwalten zu können. Nun sehen wir, das Einchecken kann ich hier ganz einfach über die Auswahl dieses Eintrags Patch 4 machen. Das mache ich jetzt mal gerade. Wir sehen, jetzt werde ich gefragt, ob ich die Lizenzvereinbarungen hier akzeptiere. Ich akzeptiere die Lizenzvereinbarung und jetzt kann ich auswählen, in welchen Zweig soll denn bitte dieses Client-Paket eingespielt werden. Wichtig, Erweiterungen werden nie in einen Zweig eingespielt, sondern werden einfach nur so als Erweiterung integriert. Pakete werden immer in einen Zweig eingespielt. Wir sehen hier den aktuellen Zweig. Der aktuelle Zweig ist jener Zweig, der dafür verwendet wird, die meisten Produkte bzw. die meisten Clients zu bedienen. Standardmäßig wäre das also immer eine gute Vorgabe. Wenn ich jetzt aber schon ein gleiches Paket eingecheckt habe im aktuellen Zweig, dann würde Folgendes passieren. EPO würde normalerweise hier noch eine Meldung geben, ob ich denn bitte das bereits im aktuellen Zweig existierende Paket von VirusScan verschieben möchte in das
Paket in den Zweig vorherige. Wenn ich das tue, habe ich quasi zwei unterschiedliche Varianten. Ich könnte das aktuelle Produkt, die aktuelle Version von dem Produkt installieren oder vielleicht auf älteren Systemen auf den vorherigen Zweig verweisen und das Produkt aus dem vorherigen Zweig, also die etwas weniger aktuelle Version, installieren. Und für Testsysteme könnte ich das Ganze hier in den Test einspielen. Ich bin aber in diesem Fall sehr zuversichtlich, dass die Version mit dem Patch 4 hier durchaus produktivfähig ist, sprich ich kann sie auf die meisten meiner Systeme ausrollen, deswegen wähle ich hier aktuell und klicke auf OK. Wichtig hierbei ist jetzt, die Aktualisierung, wie man aber auch hier sieht, läuft weiter. Wir haben die Möglichkeit, uns das anzuschauen, entweder indem wir hier auf das Taskprotokoll gehen oder über das Menü haben wir das Ganze auch. Hier haben wir das Server-Taskprotokoll, da können wir uns das anschauen. Ich mache es mal hier rüber. Wir sehen jetzt hier die einzelnen Schritte, die dazu führen, das Paket einzuchecken. Wir sehen Komponenten einchecken. Wir haben den Patch 4, den wir als Paket einchecken wollen. Der eigentliche Dateiname ist dieser hier. Der wird dann heruntergeladen von McAfee und dann dementsprechend in den aktuellen Zweig eingecheckt. Das Ganze kann etwas dauern, je nach natürlicher Internetverbindung und nach Auslastung des EPO-Servers. Es kann dazu führen, dass zum Beispiel, wenn ich jetzt hier hingehe und ein weiteres Paket einchecke, er mir eine Fehlermeldung wirft und sagt, hör mal zu, du checkst gerade schon ein Paket ein. Ich kann nicht zwei Sachen gleichzeitig. Dann müsst ihr einfach nur etwas warten und es später wieder probieren. Gut, wir sehen, die Management-Extension von VirusScan ist hier zum Beispiel schon integriert. Das heißt, hier macht es keinen Sinn, das noch einmal zu tun. Aber es gibt immer die Möglichkeit zu sagen, einchecken. Das ist quasi die neue Funktionalität, die Software Manager uns bietet. Oder herunterladen. Herunterladen war so die Methode, die wir früher nutzen mussten, als wir den Software Manager noch nicht hatten. Denn dann hätte ich quasi die Möglichkeit, eine ZIP-Datei herunterzuladen und die dann später manuell einzuchecken. Diesen Vorgang zeige ich später auch noch. Gleiches gilt für die Management Extension. Ich kann sie entweder manuell herunterladen und dann einchecken oder einspielen, oder ich lasse das automatisch machen. Ich schaue mir jetzt mal an, welche Software ich hier noch nicht eingecheckt habe, welche zum Beispiel potenziell interessant wäre, das Ganze einzuchecken. Hier sehen wir zum Beispiel, dass die Software McAfee Security von Microsoft Exchange 8.5 kein Paket bereitstellt. Nun gibt es zwei mögliche Ursachen dafür. Entweder sagt McAfee, das Paket sollte man nicht per Push installieren, denn wir wollen ja vielleicht auf der Konsole von dem Exchange Server sein, während wir diese Antivirenlösung für Exchange installieren. Oder ich habe es nicht lizenziert und deswegen zeigt er mir das Paket nicht an. Das kann auch mal passieren. Generell hätten wir aber hier zum Beispiel die Möglichkeit hinzuzufügen, dass ich McAfee Security for Microsoft Exchange einspielen kann bzw. verwalten kann. Wir sehen hier, wir haben einmal eine Erweiterung für die Berichte und einmal eine Erweiterung für die Konfiguration selbst. Wir machen jetzt mal beides. Wir machen Folgendes. Ich gehe jetzt hier hin und lasse die Berichte normal einchecken. Wir sehen jetzt hier, ich habe hier nicht die Möglichkeit, irgendeinen Zweig auszuwählen, weil das macht keinen Sinn. Entweder ich füge die Funktionalität hinzu, für McAfee Security for Microsoft Exchange Berichte zu generieren, oder nicht. Das ist nicht abhängig von einem Softwarezweig. Ich klicke auf OK und er spielt mir das jetzt ein. Alternativ oder die alternative Variante wäre jetzt hier in diesem Falle, dass ich hingehe und jetzt wundere ich mich, oh, ich habe doch gar nicht mehr McAfee Security von Microsoft Exchange 8.5 hier stehen. Stimmt, denn ich habe sie ja schon eingecheckt, zumindest ein Teil davon. Das heißt, jedes Produkt, wo ich zumindest einen Teil davon bereits eingecheckt habe, finde ich hier oben unter eingecheckte Software und nicht mehr unter nicht eingecheckte Software. Ich gehe jetzt also hier hin, finde McAfee Security for Microsoft Exchange 8.5 und sehe jetzt hier, dass das hier eingecheckt ist. Wir sehen auch die Version, die eingecheckt ist. Und hier hätte ich die Möglichkeit jetzt quasi, die Berichte habe ich bereits eingecheckt, aber die Konfigurationsrichtlinien zu erlauben bzw. einzuspielen, damit ich dann auch die Möglichkeit habe, Richtlinien zu schreiben, die das Vorgehen und die Konfigurationssätze oder die Einstellung von Microsoft Exchange Virenschutz von McAfee konfiguriert. Ich werde es jetzt nicht über Einchecken machen, sondern über die manuelle Variante. Ich gehe auf Herunterladen. Dann sollte ich gleich hier unten
die Möglichkeit bekommen, das Ganze zu speichern. Ja, das werde ich auch tun. Ich mache es jetzt mal unproblematisch auf den Desktop, das passt. Das heißt, was ich bisher getan habe, ist, ich habe jetzt hier ermöglicht, dass ich Berichte generiere über Microsoft Exchange Security. Und jetzt habe ich manuell die Einstellungssätze heruntergeladen, die aber noch nicht eingespielt sind. Wir werden jetzt beides überprüfen. Wir schauen uns an, gibt es für McAfee Security von Microsoft Exchange einen Bericht bzw. Abfragen? Ich gehe dafür auf Abfragen und Berichte und schaue mir jetzt mal an. Die müssten wir dann typischerweise finden unter, jetzt schauen wir doch mal, Agentenverwaltung, Bedrohungsereignisse. Haben wir hier etwas von McAfee Virus Scan bzw. Security for Exchange? Habe ich jetzt hier nicht. Ich sehe jetzt hier auch unter der Kategorisierung, sehe ich keinen Indiz da drauf. Nun gut, manchmal muss man aber auch ein bisschen genauer hinschauen. Genauer hinschauen können wir am besten, indem wir das in den Erweiterungseinstellungen machen. Das heißt, da sehen wir, was haben wir eingespielt. Da gehe ich jetzt mal hin auf Menü und da haben wir hier unter Software Erweiterungen. Hier kann ich mir anschauen, was habe ich alles eingespielt. Und da sehen wir hier schon einen roten Punkt oder einen rot geschriebenen Eintrag. Wir sehen Endpoint Protection for Mac habe ich zum Beispiel einige Module eingespielt, einige Erweiterungen besser gesagt. Und zwar typischerweise, wir sehen hier, das sind die Erweiterungen für Richtlinien und Tasks. Das heißt, nur wenn ich diese Erweiterung eingespielt habe, kann ich zum einen einen On-Demand-Task starten, zum anderen aber auch hingehen und die Richtlinien dafür stricken. Und dann haben wir hier, im Gegensatz dazu, die Berichtserweiterung. Wenn ich jetzt hier auf McAfee Security klicke, dann sehe ich, die Erweiterung ist zwar eingespielt, aber er gibt mir zu verstehen, also hör mal, du kannst jetzt nicht einen Bericht einspielen bzw. einen Bericht nutzen über ein Produkt, von dem du noch nicht mal weißt, wie es konfiguriert wird. Ich gehe jetzt hin und gehe hier unten links hin und auf Erweiterung installieren, suche das ZIP-Paket aus. Da müssen wir jetzt gerade mal schauen, das war dieses hier, Microsoft Security, nein, McAfee Security natürlich für Microsoft Exchange. Wähle das aus und klicke dann auf OK. Wir sehen, das ist eine Erweiterung, die direkt von Microsoft von McAfee stammt. Die Komponenten, die hierüber verwaltet werden können. Und ich klicke auf OK und bekomme dann gleich auch die Anzeige oder das Feedback darüber, dass diese Erweiterung eingecheckt wurde. Das darf auch mal gerne ein bisschen dauern. Die Pakete sind üblicherweise nicht sehr groß, trotz alledem dauert es doch auch mal eine Minute, bis das Ganze wirklich eingecheckt ist. Die Zeit nehmen wir uns. Und als nächstes werden wir dann gleich im Richtlinienkatalog überprüfen, haben wir denn überhaupt die Möglichkeit, eine Richtlinie für das Produkt McAfee Security for Microsoft Exchange zu stricken. Das hatten wir vorher nicht. Die Richtlinien sind dann einfach nicht da. Wenn ich aber draufklicke und dann das entsprechende Produkt auswähle, dann sollte ich die Möglichkeit haben, die bereits bestehenden Produktrichtlinien zu konfigurieren, beziehungsweise anzupassen oder neue zu strecken. So, da sind wir fertig. Wir sehen keine rote Schrift mehr. Es ist alles in Ordnung. Das heißt, ich habe zum einen Berichte. Das haben wir hier unten. Und die Richtlinien und Verwaltungsmöglichkeit für mein Produkt McAfee Security for Microsoft Exchange eingespielt. Das bedeutet, jetzt sollte ich spätestens aber auch Berichte dafür sehen. Und schauen wir mal, haben wir hier was? Virus Scan. Ich sehe es ehrlich gesagt immer noch nicht. Ich gehe mal kurz auf die Suche. Da sehen wir es. Ach, das wurde nicht explizit ausgeschrieben, sondern wir haben halt einfach nur das Kürzel hier. MSME, das heißt McAfee Security for Microsoft Exchange 8.0. Die Berichte haben sich also seit 8.0 nicht geändert. Wir sehen hier zwei Berichte bzw. zwei Abfragen, die dann später Teil eines Berichts werden können, die dann quasi zum Beispiel sagen, das sind die 10 häufigsten Bedrohungen, die gefunden würden über unsere
Lösung McAfee Security for Microsoft Exchange. Ich könnte dir das ausführen, um da was anzuzeigen, aber wir haben noch keine Viren gefunden. Dementsprechend habe der, würde das jetzt keinen Sinn machen. Ich gehe auf den Richtlinienkatalog und schaue mir das jetzt an. Standardmäßig ist jetzt hier eine andere Lösung ausgewählt, aber jetzt sollte ich auch hier, wie wir sehen, die Möglichkeit haben, das Produkt McAfee Security for Microsoft Exchange auszuwählen. Und jetzt schaue ich mir mal nur bestimmte Einstellungen an. Ich kann zum Beispiel sagen, ich kann jetzt hier meine Vorgaben anpassen und zum Beispiel hier herumkonfigurieren, wie ich gerne McAfee Security for Microsoft Exchange konfigurieren möchte. Damit das Ganze natürlich übernommen wird, müsste eine solche Policy erstmal zugewiesen werden auf einen Punkt der Systemstruktur und dann müssten die Systeme in der Systemstruktur quasi über den EPO-Agent oder jetzt nennt sich der McAfee-Agent, über den McAfee-Agent das Ganze quasi beziehen. Ich kann es mal kurz hier zeigen. Ach, da ist er schon. Er würde sich typischerweise standardmäßig alle 60 Minuten beim EPO-Server melden und nach neuen Richtlinien fragen, je nachdem, was installiert ist. Wir sehen also, mein McAfee-Agent hat hier gefragt nach Richtlinien für den EPO-Agent 3.0 Meta, für den EPO-Agent 3.0, für Telemetry und für RSD. Das steht für Rogue System Detection. Das heißt, das sind drei Komponenten, die hier installiert sind und die dementsprechend über Richtlinien vom EPO aus gesteuert sind. Ich kann auch ganz einfach neue Richtlinien prüfen und bekommen wir dann zum Beispiel hier die aktuellsten Richtlinien geschickt. Wunderbar. Das machen wir jetzt zu. Jetzt wollen wir uns nochmal anschauen, wie das denn aussieht mit den Softwarepaketen. Denn Softwarepakete kann ich hier über Erweiterungen nicht einchecken. Hier geht es nur um die Konfiguration und die Berichterstellung von Produkten, die nicht standardmäßig vom EPO unterstützt werden. Ich möchte jetzt also hingehen und ein weiteres Produkt per Push installieren können. Dazu nehme ich jetzt hier den Software Manager. Dazu muss ich ein Paket beziehungsweise erstmal ein Produkt mit einem Paket auswählen, welches auch ein Paket hat. Wir haben hier zum Beispiel die McAfee EPO Deep Commands 2.0. Wir sehen, wir haben hier zwei Pakettypen. Einmal ein Plugin und einmal die Extension. Extension erlaubt mir wieder die Möglichkeit, das Ganze zu verwalten. In diesem Fall auch eine Extension zum Bericht erstellen. Deswegen steht ja auch hier End Reporting. Und das wäre hier nur ein Plugin. Wir wollen aber eine vernünftige Lösung bzw. eine Lösung, mit der ich auch wirklich was installieren kann. Und dann nutze ich jetzt mal McAfee Application Control. McAfee Application Control bietet mir zum einen die Management Extensions, die ich entweder hier wieder manuell herunterladen kann und dann über die Erweiterungen einspielen kann. Oder ich sage, ich möchte das jetzt Ganze hier automatisch machen lassen. Und dann spielt er mir das ein. Nachdem dieser Task durchgeführt wird, wird jetzt nicht mehr 6 stehen, sondern 7, weil dann ja eben 7 Produkte eingecheckt sind. Auch wenn ich eigentlich nur die Erweiterung dazu eingecheckt habe, trotz alledem sollte dann hier gleich 7 stehen. Wir sehen im Moment, das ist wahrscheinlich noch nicht der Fall. Schau mal, ah doch, hier haben wir sie schon. Und dann sehen wir die weiteren Produkte, die ich hier oder die weiteren Pakete, die ich einchecken könnte. Ich möchte also, dass ich zum einen das Produkt verwalten kann, zum anderen aber auch das Paket zur Remote-Installation verwenden kann. Und da werde ich jetzt Folgendes machen. Ich gehe nicht auf Einchecken. Das würde noch nicht das Paket automatisch einchecken. Das haben wir gerade schon gesehen bei einem anderen Produkt, wo ich das demonstriert habe. Das heißt, wir wollen es jetzt manuell machen, so wie es früher war. Früher musste ich die Sachen manuell herunterladen und einchecken. Das heißt, ich gehe jetzt hier auf Herunterladen, lade mir dieses Paket herunter. Auf den Desktop passt es bei mir. Wenn der Download fertig ist, kann ich quasi im Repository das Ganze hinzufügen. Die Management Extension ist eingespielt. Ich könnte jetzt noch eine Help Extension für die Hilfe einspielen. Ja, das mache ich jetzt einfach mal, weil ich keine Zeit dafür habe. Dann haben wir eben auch auf dem System die Hilfe zur Verfügung. Und wer das Ganze hier noch weiter herunterlädt,
werde ich mich in den nächsten Punkt begeben, und zwar wäre das unter Software das Master Repository. Das Master Repository ist die alte Variante, mit dem ich quasi Pakete eingecheckt habe. Wir sehen hier oben, haben wir die Möglichkeit, Pakete einzuchecken. Über jetzt abrufen könnten wir für die eingecheckten Pakete überprüfen, ob es bei McAfee eine aktuellere Version gibt und die dann herunterladen. Da der Download noch nicht fertig ist, kann ich jetzt hier noch nicht auf Paket einchecken gehen. Schauen wir uns mal weiter um. Wir sehen jetzt hier standardmäßig alle Pakete, die in jedweden Zweigen installiert sind. Ich gehe jetzt mal nur auf den aktuellen Zweig. Das ist also das, was typischerweise meine Systeme bekommen. Das Software-Repertoire, das für die normalen Systeme in meinem Unternehmen verfügbar sind. Kommt da noch was? 37%? Da ich hier normalerweise eine mindestens 100 Mbit-Leitung habe, macht es mich etwas stutzig, dass das so lange dauert. Ich werde mal einfach zur Demonstration ein anderes Produkt oder ein anderes Paket herunterladen, damit wir auch anschauen können, wie das Ganze aussieht, wenn ich das Ganze über das Master Repository einspiele. Schauen wir, hier haben wir zum Beispiel, schauen wir mal, Management of Native Files, Violate, File Vault, ein Paket. Ich gehe jetzt wieder hier auf das Paket, sage, dass ich das gerne herunterladen möchte, anstatt es automatisch zu integrieren. Speichere das Ganze. Ach, hier der wird ein Problem gehabt haben. Habe ich also ein Paket, gehe jetzt ins Master Repository. Das Paket gibt es hier noch nicht, aber ich werde es einchecken. Ich gehe auf Paket einchecken, wähle das Paket aus. Wir sehen, wir hätten aber auch die Möglichkeit, alternativ zu einem Patch oder einem Produkt eine Superdat oder eine Extradat, also quasi Signaturen, außerplanmäßig einzuspielen. Oder vielleicht ist es ja sogar so, dass mein Epoch gar keine Verbindung ins Internet hat und die gar nicht jeden Tag automatisch herunterladen kann. Dann müsste ich das manuell tun. Das wäre natürlich relativ unelegant. Wir versuchen es mit dem Produkt, sprich, wir haben ein Produkt heruntergeladen, das wollen wir jetzt einchecken. Das war, ich denke, dieses. Wir klicken auf Weiter, haben dann wieder die Möglichkeit zu sagen, möchte ich das in den aktuellen Zweig einchecken, möchte ich es in den vorherigen Zweig einchecken oder in den Testzweig. Ich möchte es in den aktuellen Zweig einchecken. Ich gehe auf Speichern. Wir sehen, in dieser älteren Oberfläche sehen wir jetzt nicht den Fortschritt, aber wie wir wissen ja, wir können das Ganze über das Server-Task-Protokoll nachvollziehen. Und da sehen wir jetzt hier, das sollten wir sehen, dass das eingecheckt wurde. Die Uhrzeit ist hier 15:55 Uhr. Ich kann es relativ einfach über den Software Manager überprüfen, ob das Paket eingecheckt ist. Und zwar gehe ich hier auf die eingecheckte Software, auf Test. Was habe ich gerade eingecheckt? Das war McAfee Management of Native Encryption. Und da sehen wir das eingecheckte Paket, File Vault. Natürlich hätte ich es mir auch viel einfacher machen können und hier auf Einschicken klicken können. Das schließt unseren kleinen Exkurs ab zum Thema, wie checke ich Software im ePolicy Orchestrator von McAfee ein, wie erweitere ich die Funktionalität, wie ermögliche es, dass die Software quasi per Push verteilt wird, wenn mein McAfee-EPO die noch gar nicht kennt. Ich danke für die Aufmerksamkeit und wünsche noch ein schönes Wochenende.